Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige hier, wie ich meinen alten Lenovo Laptop W541 um zwei Festplatten erweitert habe. Im alten Zustand enthielt mein Laptop eine 500 GB SSD. Im neuen Zustand wird der Laptop drei Festplatten enthalten. Es kommen also zwei Festplatten dazu. Eine Festplatte habe ich in den Laufwerkschacht eingebaut. Da, wo also ein CD-ROM-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk normalerweise enthalten ist. Bei mir war es allerdings so, dass nur eine Blindabdeckung in dem Schacht vorhanden war. Und eine weitere Festplatte kann man in dem sogenannten drahtlosen Warnschacht unterbringen. Das ist eine Anschlussstelle, die für ein Modul vorgesehen ist, in dem man eine SIM-Karte betreiben kann. Natürlich bedeutet das, wenn man nun zwei Festplatten auf diese Art und Weise einbringt, dass natürlich kein DVD-Laufwerk mehr betrieben werden kann, beziehungsweise auch keine SIM-Karte mehr betrieben werden kann. Das ist der Nachteil bei dieser Variante. In den DVD-Laufwerkschacht habe ich eine alte Samsung SSD mit 512 GB eingebaut. Um die dort einzubauen, muss die Samsung-Festplatte in diesen Caddy eingebracht werden. Die wird hier eingesteckt, das werde ich gleich noch etwas näher zeigen. Dieser Caddy wird anschließend an die Stelle des DVD-Laufwerks in den Laptop eingebaut. Wenn man so ein Teil bestellt, sollte so eine Befestigungslasche mit vorhanden sein. Ansonsten muss man von dem alten DVD-Laufwerk die Lasche dort anbauen. In meinem Fall wäre das nicht möglich gewesen, da sich bei mir eine Blindabdeckung in dem Schacht befunden hat. Dort war diese Lasche nicht lösbar. Als zweite weitere Festplatte habe ich nun eine sogenannte M2-SSD-Festplatte eingebaut mit 512 GB. Das war die größte Kapazität, die ich erwerben konnte, mit der Länge, die hier maximal für meinen Schacht möglich war. Darauf muss man achten. Es gibt auch Festplatten dieses Typs mit größeren Kapazitäten, die sind dann aber länger und passen dann nicht mehr in diesen Laptop. Der sogenannte drahtlose Warnschacht ist der Schacht, in dem man ein Modul unterbringen kann, das dann eine SIM-Karte beherbergt, sodass man auch unterwegs dann mit dem Mobilfunknetz direkt arbeiten kann. Auf dieser Abbildung des Laptops sieht man schon, wo sich dieser Warnschacht befindet. Nun zu den einzelnen Arbeitsschritten, die hier erforderlich sind. Ich möchte natürlich hier darauf hinweisen, dass sämtliche Arbeiten hier auf eigene Gefahr erfolgen. Es ist durchaus möglich, dass man dabei den Laptop oder die neuen Teile so beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr brauchbar sind. Es sollte also vorher unbedingt eine Datensicherung vorgenommen werden und man geht halt die Gefahr ein, dass tatsächlich was Größeres schief geht. Man muss vom Laptop alle Anschlüsse entfernen und man muss vor allem auch den Akku entfernen. Der Akku wird dadurch entfernt, dass man auf der Rückseite diese beiden Verriegelungen, die hier mit den weißen Pfeilen gekennzeichnet sind, entriegelt. Anschließend kann man den Akku einfach hier rausziehen. Darüber hinaus muss diese größere Abdeckung entfernt werden, in meinem Fall. Die ist durch zwei Schrauben hier mit den roten Pfeilen gekennzeichnet befestigt. Die müssen einfach gelöst werden, da kann man den Deckel mit etwas Ruckeln daraus ziehen. Wir sehen hier den Laptop mit dem entfernten Akku und mit dem entfernten Deckel. Dieser Deckel musste nur deshalb entfernt werden, weil man an dieser Stelle eine Schraube lösen muss. Wenn man die gelöst hat, kann man, indem man hier mit einem Schraubenzieher etwas nach links schiebt, das Laufwerk aus dem Laufwerkschacht entfernen oder in meinem Fall die Blindabdeckung. Das geht also ganz einfach. Man drückt einfach von hier in diese Halterung hinein und kann das Ganze dann ganz einfach nach links herausschieben. Wir sehen hier die Abdeckung für den Warnschacht. Da ist diese eine Schraube zu lösen. Auf diesem Bild sind nun alle Komponenten entfernt, die hier zu entfernen sind. Der Akku ist raus, die Abdeckung für den Warnschacht ist entfernt und auch die große Abdeckung ist entfernt. An dieser Stelle befindet sich der sogenannte CMOS-Akku. Dieses Teil ist das WLAN-Modul. Und hier sehen wir den freien Platz für das SIM-Kartenmodul. Hier werden wir die neue Festplatte installieren. Das ist die alte Festplatte, die ursprünglich schon vorhanden war. Und hier sehen wir den Arbeitsspeicher dieses Laptops. Auf diesem Bild ist nun der Warnschacht vergrößert dargestellt. Hier nochmal mit dem CMOS-Akku, mit dem WLAN-Modul
und dem hier noch freien Platz für die neue Festplatte. Hier befindet sich eine Schraube, die muss gelöst werden. Diese beiden Kabel befanden sich einfach in diesem Schacht, die werden nicht benötigt. Hier nun das gleiche Bild mit der bereits eingebrachten Festplatte. Die Festplatte kann ganz einfach in diese Halterung gedrückt werden und wird anschließend wieder festgeschraubt. Sie sollten aber unbedingt die Anleitung zu Ihrer Festplatte lesen, denn es gibt zwei verschiedene Typen von Steckplätzen für diese Festplatte und entsprechend muss die Festplatte entweder so wie hier dargestellt eingesteckt werden oder genau andersrum. Das darf man natürlich nicht falsch machen, denn dabei kann die Festplatte zerstört werden und vielleicht auch der Laptop. Die SSD, die nun in den Laufwerksschacht eingebaut werden soll, muss zunächst mal in diesen Caddy eingebaut werden. Das ist einfach, wir sehen hier den grünen Pfeil, das ist die Stelle, mit der ich die Festplatte einfach hier in den entsprechenden Steckanschluss in diesen Caddy einbringe. Bei diesem Typ von Caddy ist es so, dass sich auf der rechten und linken Seite jeweils eine Schraube befindet, die man festziehen muss, nachdem man die Festplatte in den Steckplatz eingebracht und heruntergedrückt hat. Also Festplatte in den Anschluss einstecken, nach unten drücken, Schrauben festziehen. Diese beiden Schrauben ziehen sich dann in entsprechende Löcher, die die Festplatte auf beiden Seiten enthält, sodass sie dann fest in diesem Schacht sitzt. Gegen Ende dieses Videos werde ich noch einmal eine Aufnahme zeigen, auf der man sehen kann, wie ich diesen Caddy in den Schacht geschoben habe. Und dann muss natürlich dieser Caddy mit der entsprechenden Schraube über diese Halterung wieder befestigt werden. Das ist diese Stelle. Da muss der Caddy nun wieder festgeschraubt werden. Hier habe ich ja, bevor ich das DVD-Laufwerk hier rausschieben konnte, eine Schraube gelöst und das dann rausgeschoben. Hier wird der Caddy nun wieder reingeschoben und mit der alten Schraube hier befestigt. Bevor nun die beiden Festplatten wirklich in Betrieb genommen werden, muss natürlich alles wieder zusammengebaut werden. Das ist recht einfach, daher werde ich das hier nicht im Einzelnen zeigen. Man muss einfach nur die Abdeckung, die man zuvor gelöst hat, wieder einbringen. Wenn man nun den Rechner wieder hochfährt, nachdem man alles wieder zusammengebaut hat, werden die neuen Festplatten nicht automatisch erkannt. In meinem Fall war es so, dass die alte Samsung-Festplatte tatsächlich sofort erkannt wurde, ohne dass ich eingreifen musste. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie zuvor bereits in einem alten PC in Betrieb war. Die nagelneue M2-SSD-Festplatte für den Warnschacht war allerdings zuvor niemals in Betrieb und musste deshalb angemeldet werden. Neben meiner Erklärung, die ich jetzt an dieser Stelle bringen werde, verweise ich hier aber auf ein anderes Video auf YouTube, in dem das Ganze auch nochmal dargestellt wird. Es geht also so, dass ich die Windows- und die R-Taste gleichzeitig drücken muss. Daraufhin geht dieses Fenster auf. Dort muss ich diskmgmt.msc eingeben und dadurch startet das Programm, mit dem nun die Festplatte angemeldet werden kann. In meinem Fall war das ja nur für die M2-Festplatte nötig. Die alte SSD ist sofort erkannt worden. Es ist dann bei mir ein entsprechendes Fenster aufgegangen, wie wir es hier sehen. Dort war bereits erkannt worden, dass es einen Datenträger gibt, der noch nicht initialisiert worden ist. Den habe ich dann angewählt, dann auf GPT angewählt, OK gedrückt und der Datenträger wurde anschließend initialisiert. Damit konnte der Datenträger dann aber noch nicht in Betrieb genommen werden. Er musste dann zunächst noch formatiert werden. Der Datenträger war dann schon an dieser Stelle zu finden und auch hier oben in der Liste. Durch Rechtsklick auf den entsprechenden Datenträger und Anwählen von Formatieren habe ich dann den Datenträger formatiert und damit war die Prozedur abgeschlossen. Hier sollte man natürlich sehr gut aufpassen, dass man nicht den falschen Datenträger formatiert, denn dann sind alle Daten weg. Im Folgenden zeige ich nun kleine Ausschnitte aus meinen Montagearbeiten. Ich denke aber, dass das nicht mal unbedingt erforderlich ist, sich die anzusehen. Denn wenn Sie diese Anleitung, wie ich sie hier gegeben habe, befolgen, dann sind Sie auch ohne diese Montagearbeiten in der Lage, die beiden Festplatten einzubringen und anzumelden. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Thank you.